Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Monster Hunter Rise. Im letzten Part haben wir Ibushi mit der Randale besiegt und jetzt hat hier Meister Hoyo noch ein bisschen was zu sagen. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich die eigentliche Randale-Quest für das Erreichen der 7-Sterne-Quests. Oh, die Randale-Quest erwartet dich. Ja, letztes Mal war es, ja. Du musst einen ziemlich großen Ragnar Kadaki jagen, der in den Lava, kenne ich nicht, in den Lava-Höhlen sein Unterwesen treibt. Muss dieses Monster dort, dieses Monster wurde darauf noch nie gesehen, daher ist es ziemlich beunruhigend. Dieser kuriose Vorfall und Minotos seltsames Verhalten, das hängt doch bestimmt irgendwie zusammen, oder? So, du musst auf jeden Fall jetzt Ragnar Kadaki jagen. Auf geht's, Jäger. Warte mal, hast du eigentlich im letzten Part ein Foto gemacht von dem? Nein. Ich hab's gemacht. Okay, Punkt, Punkt, Punkt. Hey, rat mal, was Neues für dich gibt. Guck mal, eine dringende Quest. Was? Etwas an mir ist komisch? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich fühle mich erschöpft. Ich brauche nur eine Pause. Aber dann geht's los, ja? Du musst einen Ragnar Kadaki jagen. Also, das ist alles schrecklich. Hast du sie gemerkt? Ah, das ist die Spinne. Ich habe sie noch nie bekämpft, aber ich habe sie mal gesehen. Das ist eine 7-Sterne-Quest. Jetzt geht's ab, Freunde. Endlich neue Sachen am Zappel. Stirb nicht durch Feuer. Was geht jetzt ab? Neues Tutorial? Farbeänderung? Okay. Wow, hat sich fast keine Fähigkeit gehabt. Gedingst. Mega Notizen, große Monster. Windschlange, Ibushi. Geht nicht ab, okay. Ausrüstung. Farbeänderung. Los! Das kann wahrscheinlich wieder eine Sequenz. Ragnar Kadaki sind für gewöhnlich extrem territorial. Trotzdem wurde einer in einer Lava-Höhle gesichtet. Ich verstehe es nicht, alle die merkwürdigen Vorhergänger der Region. Und jetzt hört sich Minoto noch sonderbar. Das hättest du schon wieder vorlesen. Crawling with a mincing gait. Dressed in a white gown. Aimlessly she roams. Von den Viechern ist das die große Form. Ach du Scheiße, ey. Die Mama ist da, die wandernde Witwe. Oder Knackadaki. Das ist keine Spinne. Doch. Die hat nicht 8 Beine, was soll das? Ach, sei doch ruhig. Was denn? Reiniger. Was ist das denn? Spitzt Schaum, als ob der uns jetzt anschäumt. Nein, ich denke, das ist nicht Schaum, sondern so Spinnenweben. Das zählt als Schaum irgendwie anscheinend. Ach so. Kennt man. So, Mr. Lacknackadaki. Boah, er ist ganz da oben. Oh nein, das wollte ich nicht. Was denn? Warum ist jetzt wieder am Anfang? Ja, weil ich mich ins falsche Lager geportet habe. Aber Jan, du brauchst doch Kristalle, zack! Fotalite Kohle! Volatide! Kalakile! Erst mal hier ein bisschen Panzerhaut. Und jetzt auch noch ein bisschen Perz. Und auch ein bisschen Megadämonenmittel. Hä, hey, was wurde denn da oben angezeigt? Oben rechts dieses Feuer, dieses. Hä, hey, was ist das denn für ein Symbol? Weiß es auch nicht. Kadashi, ich komme! Also in Kadaki habe ich ganz kurz gedacht, dass es eine Tobi Kadachi was anderes ist, was ähnliches. Ach, das wäre der Tobi, den ich meinte. Also, hier sind überall schon diese Spinnchen. Ja, das ist nicht darüber. Los, Seilkäfer. Ja, brennbare Kohle habe ich bekommen. Gib mir ab. Ui. Hä? Brennt Kohle nicht immer? Nein. Oh, guck ihn dir an. Guck mich doch an, wenigstens. So ist gut. Ach komm, warum darf ich da jetzt nicht vorbeispringen? Geh ich halt außen.
bin schon wieder so langsam. Ja, ich wollte schon sagen, wo bleibst du wieder? Ich sehe mal seine kleinen Babys. Was ist das nerviges Vieh? Oh, natürlich sind diese Dinger da vorne hart. Oh. Ich habe nur schießen gesehen. Hallo, guck mich mal an. Wo ist denn dein Gesicht überhaupt? Also einen komischen harten Beinchen da. Wie soll ich denn, dass man ein rotes Ding bekommen? Ich kann keine Fotos mehr machen. Warum nicht? Weiß es nicht. Tja, ja, das war ich ja vor. Voll oder so. Na, den kann man bestimmt keinen Schwanz abtrennen. Wie auch. Na, schön. Das ist das ganze Hinterteil. Okay, ich muss mal ganz kurz das Fenster ankippen. Ist die Frage, ob jetzt die Aufnahme auch gestoppt wird, man weiß es nicht. Nein, wird's nicht. Aua. Ja, guck mal, der ist ja unser Freund. Vaterlos? Nee. Oder? Doch. Ärzte. Let's go, Vaterlos. Zack, mit Feuer, mit Feuer. Zack, los. Tacke los. Ah. Jetzt eine Frage hatte ich gemacht. Ne? Tacke los. Alter, wie oft kann ich angreifen? Ritter, Ritter! Alter, jetzt geht's ab. Wir wollen Träne, Seide, Panzer, Ohr. Das war richtig gut. Ich komme nicht weg, ich bin in dem Ding drin. Hallo. Das ist unfair. Ragnar Kadaki Panzer. Ragnar Kadaki Seide. Rad, Flügelknalle, Fuß. Aua. Als ob du eingesponnen wurdest. Ja. Oh Gott. Was macht er denn alles? Ach du Scheiße. Was hab ich denn? Ich hab mir schon zweimal kurz vom Tod gewesen. Schön freie Mahlzeit. So ein Traum von Jan, der hat ja alles gerne kostenlos. Wer wettet das nicht? Ja, aber du bist anders. Oh, ich hab sein eines Bein entspinnt. Entwebt. Du weißt schon. Aua. Wie kannst du das? Weiß nicht, ich hab einen Hammer drauf gehauen. Das ist gebrochen Teil anscheinend. Na dann aber los. Los, wir müssen ihn ganz schälen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir den töten. Ja. Alter, was macht der? Zack, zack, zack. Oh Gott, hab ich. Ich hab aber drei Beine gleichzeitig nochmal enttarnt. Krass. Das musst du erst mal schaffen. Das war nicht schlecht. Enttarnt, das sind keine Haare. Ja, entwebt, was auch immer. Das hat er gar keine Meinung. Aber sind die jetzt alle hart? Das wäre jetzt schlecht für mich. Ich glaube, ja. Nee, sind sie nicht. Dann ist das sehr gut. Aber ich kann ja trotzdem nicht ordentlich treffen. Und jetzt hat er noch einen dickeren Hintern. Hat alles von seinen Beinen einfach an seinen Hintern dran gemacht. Ja, nur wegen dir. Gut ausgewichen. So, irgendwie sieht das mit dem Kopf schon irgendwie komisch aus. Ja, das ist ganz komisch. Oh nein. Warum brennt seine Seite dann nicht, wenn er das macht?
Die ist feuerfest. War nicht hammerfest, oder wie? Weg da! Ja. Genau so, du hast es... Ja, als ob der nach hinten um sich rum kann. Du bist doch keine Eule. Alter, Flammenwerfer. Auch von hinten. Nein, ich bin wieder eingefreitet. Oh nö, weg. Ich hasse es, wenn ich gerade in der Luft bin, einen Drehangriff auf ihn mache und im Moment macht er dann einfach Feuer. Voll. Kann ich das halt nicht mehr abbrechen. Er hat sich wieder eingeseitet. Ja, er hatte genug davon. Dafür ist ein Popo jetzt schon. Ich hab gedacht, dass du das wieder zurückholen darfst. Er selber. Oder sie oder es oder wer immer. War das, ist das schon ein Humpeln? Nein, Spinnen bewegen sich so, willst du mich verarschen? Mit der wohl auch die Beine rausreißen kann? Das heißt auch. Ja, wie normalen Spinnen. Ja, genau. Ich glaube nicht. Nein, ich bin da runtergefallen. Gut. Also bis jetzt finde ich den zu bekämpfen nicht so schlimm. Nee, das ist das Rathalos zum Beispiel deutlich anstrengender. Ja, da bin ich auch gestorben. Aber hier bin ich. Ja, ist ja nicht mal knapp bis jetzt. Bei mir einmal. Oh ja. Wo ist hier ein Reiter ist? So, wir hauen jetzt aber mal ein bisschen ab, weil hier darf ich nicht nirgends gegen. Oh, hier sind diese Türme. Komm, mach. Ah. Lass sehen. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Jetzt nochmal auf den Kopf drauf. Boing, nein, weil da den Kopf haben. Nur rein. Ja, so dass ich schneller ging als diese anderen. Ja, die Rüstung von dem cool aussieht, würde ich die mir vielleicht sogar fahren wollen. Und wenn die halt gute Effekte hat, es geht nicht nur ums Aussehen. Nein, nur nicht. Nein, lass mich. Ja, Rüstung wird er bestimmt haben, als höhere Stern. Oh Gott, was war das denn? Das war ja, jetzt bin ich verwirrt, jetzt habe ich ein Problem. Nein, ich werde sterben. Ich bin verwirrt. Ja, was soll ich. Was haben sie getan? Das darfst du nicht. Geh weg. Verwirrung ist tot. Er hat mich eingespinnt. Ich glaube, das heißt anders. Weh, du besiegst ihn jetzt, wenn ich weg bin. Ne, mach ich nicht. Er hat seine Babys auf mich geworfen. Das ist Kindesmisshandlung, was soll das? Das ist dein Fall für SGB 8, Paragraph 8a. Das ist... Kindeswohlgefährdung. Und dann hast du das jetzt ausgedacht oder stimmt das echt? Das stimmt. Das ist etwas, mit dem wir oft arbeiten. Kraft 8a kennt jeder bei uns. Musst du auch kennen. Damit tut er so, als ob er schlau wird, aber eigentlich ist das der einzige, den ihr kennt. Ja gut, ich weiß, was Paragraph 1 des Grundgesetzes besagt. Ich hoffe, du auch. Ja, das hat man ja gefühlt 30 Mal pro Schuljahr in Politik oder Wirtschaft oder was auch immer. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Lass mich ganz kurz meine Waffe schärfen, okay? Ich will auch meine
Fleischköln zu mir nehmen. Oh oh, der kommt hier hoch, oder? Nee, macht er nicht. Ist aber nicht besser. Okay, er fliegt sehr gut. Ohne irgendwas zu sagen. Eine Ration hinterher. Mit Shuni, wir gehen weiter. Was tust du da? Hey, wo ist die Musik? Jetzt. Und diese Schwerpost wird einfach jedes Mal als gebrochen sehen, wenn du das von den Beinen wieder abmachst. Das ist krass. Ja, ist aber leider nicht. Mach mir doch keine Hoffnung! Nee, ich hab's ja schon mehrmals kaputt gemacht bei Beinen. Und das erste Mal als gebrochen gibt's hier. Aber Mama hat gesagt, ich darf das. Du kannst es ja auch machen, das zählt halt nicht. Oh nein, jetzt steck ich in der Klemme. Hä, ich hab dich befreit, das geht mir schnell. Na, da kannst du auch mit Button-Klemmen drauf. Gebrochene Teile. Es hat doch wieder gezählt. Hä, was hat doch für schon auch mal nicht gezählt? Hast du vielleicht was anderes gebreakt? Oh wow. Oh nein, nicht die Sprühe. Die Sprühe? Ja, ich brenne und ich bin eingewollt und ich kann gar nichts. Okay. Ich bin auch eingewollt. Oh Gott, jetzt nicht mehr. Nein. Oh Gott, er hat mich ganz knapp nicht getroffen mit dem Feuer. Jetzt humpelt er aber. Oh, was ist denn jetzt passiert? Alter, was ist das für ein Jump? Warum liegen denn keine Teile von hier in hier rum? So, aber wie tot da liegt. Und noch so ein bisschen mit dem Bein zuckt. Ja, machen Spinnen so. Ich griff halt seinen Kopf nicht, weil der so nervig und klein und alles ist. Passt irgendwie nicht zusammen, so eine Feuerspinne. Nee. Cool ist er auch. Kramotz aber nicht ist gegen natürlich Ibushi ähnlich. Eben. Ich glaube, Kramotz ist das ähnlichste, was man mit Pokémon verbinden kann, glaube ich. Ja, oder? Na, das wäre ein cooler, auch nicht so wirklich. Das ist eine Ameise. Ja. Und das ist ja nicht mal was mit Feuer. Feuerpflanze halte ich halt auch für sehr unwahrscheinlich, dass das jemals kommt. Das würde ich niemals sagen. Es gibt ja zum Beispiel auch Wasserpflanzen oder so. Ja, Wasserpflanzen ergeben ja Sinn. Aber eine ja. Pflanze, die brennt, weiß ja nicht. Vielleicht gibt's ja doch einen. Königin-Substanz, mhm. Ich hab Seide. Ja, ich meine, Feuerwasser gibt's ja auch, aber das ist ja leider nur ein blödes Event. Letschi. Oh. Eisfeuer ist halt auch leider nur ein Pokémon und das ist leider auch nur diese blöde eine Form von Flampivian in Gala. In seiner Transform oder wie man das nennt. Trotzdem cool, immerhin gibt es schon mal. Anders wäre es besser ja. Gewesen, aber besser als gar nicht. Ja, das kriegt man fast nie, vor allem das, da brauchst du die versteckte Fähigkeit und die zu bekommen ist auch nochmal dreist. Ich habe das schon versucht. Komm, Huni, hinterher. Guck mal, was eigentlich mit Fassbomben machen. Legt er sich hin, wo er hingeht? Ich denke es nicht. Warum gehst du wieder zum Start? Was soll das? Back to the roots. Apropos roots. Dann empfehle ich euch Rusty Lake Roots. Dingsi Bumsi.
Nein, er hat es besiegt. Zack. Aua. Gott, das macht ein bisschen mehr Schaden bei ihm. Okay, irgendwie ist es, glaube ich, nicht so gut, wie sein könnte. Shit, ich muss schärfen. Ich kann auf den Weg machen. Ich halte ihn hier auf den Trab. Jetzt habe ich ihn voll exploden lassen. Wie das von weit hinten einfach raus. Nein, nicht deine Kinder. Nein, wie er sie auch wieder zurückholt dann. Nein, au. Aber ihn konnte man auch nicht reiten, oder? Ach doch, stimmt. Ja, einmal doch, schon, ich hab mich vertan. Nächste Woche Dienstag habe ich wieder Golftraining. Alter, dann. Freust du dich schon? Ich freue mich. Ich will schon wissen, ob das, was ich beim letzten Mal, als ich alleine getrainiert habe, zum Schluss wieder aufrufen kann und auch wieder richtig abgehen kann. Nur üben, dann kriegst du es hin. Ich denke auch. Übung macht den Meister. Ich freue mich schon und ich möchte, eigentlich will ich, wenn ich richtig spielen sollte, dass mein erstes Hollow-Run aufgenommen wird, aber ja, dann müsste man so viele Sachen aufnehmen wahrscheinlich. Oh, weiß nicht, wie lange das dauert, bis du echt mein Hollow-Run machst. Das ist halt die Frage. Du kennst doch diese Löcher, wo du mit drei ein Birdie hast. Ja, aber in echt ist das halt immer was anderes als im Spiel. Das stimmt. Glück gehört aber auch dazu. Ich habe grundsätzlich nicht wenig Glück, würde ich sagen. Ja, das ist wahr. Außer mit einem bestimmten Thema. Ja, gut. Dafür wird alles aufgebraucht. Das ist der Ausgleich dafür. Ich will da weg. Jetzt habt ihr auch schreien können. Alle Monster, die nicht am Anfang, die ab, keine Ahnung, Quest Stufe 3 kommt, dann alle schreien. Und die davor kamen und dann wiederkommen? Nicht, oder was? Nee, glaube nicht. Also wenn es eine richtige andere Form ist, dann vielleicht, aber... Boah, jetzt hätte er sich auch nicht da aufgesetzt. Das ist jetzt Apex Azuros, das weiß ich nicht. Der normale kann es auf jeden Fall nicht. Also er kann... Oh Gott. Er hat mich zwar miteinander getroffen mit Feuer. Nein, ich bin voll da reingelaufen. Das habe ich auch noch nicht. Benutzt er seinen Hintern als Hammer oder wie? Ja, er hat sich immer auf mich draufgesetzt damit. Nein, ich brenne. Aua. Was das denn nicht da? Er rückt im Hintern nicht als Hammer. Oh nein. Ich hab schon gedacht, so, wir könnten wieder einen easy peasy Part machen. Ich meine, er wird wahrscheinlich hoffentlich unter 30 bleiben oder so. Okay, ich sollte nicht sagen, vielleicht doch nicht. Ja, ich weiß es nicht. Gefühlt humpelt er schon seit einer halben Stunde. Wo wir so lange nicht mal kämpfen. Zeit ist relativ. Ich habe letztens mal wieder was mit Waldmeisterschmack gekauft. Mit Waldmeisterschmack? Ich habe mir so gern gewohnt, manche Silben einfach wegzulassen, auch beim Schreiben. Ganz komisch. Waldmeisterschmack, ja. Nämlich so eine Waldmeister-Getränkschorle-Art. Und? War gut? Ja, war gut. Ich mag Waldmeister, ja. Aber das ist ja dieser künstliche Waldmeister-Geschmack. Du darfst da nicht auf die Zutatenliste gucken. Da ist nur Zucker, Kohlensäure, Wasser und Farbstoff, ja. Und so.
Ich frage mich halt wirklich, oh, guck mal, da ist wieder Stern, Stern. Aus was dieser Geschmack gemacht wird. Da schnittert Zitronensäure und so, ja geil. Stück doch jetzt mal! Aus sehr viel Zeug, wovon wir eh keine Ahnung haben. Ja, das ist gut, aber du hättest ja auch einen Job in der Branche haben können, Fass. Ja. Aber die waren ja, weiß ich nicht, da war ja irgendwas. Mir stand halt der Weg halt. Der Weg dahin wäre jeden Tag richtig anstrengend gewesen. Und ich weiß gar nicht, wo die Berufsschule da gewesen wäre. Außen hätte ich da. Entweder hätte ich nur Fleisch gemacht oder nur Fruchtsäfte. Oha. Da unten. Was ist das überhaupt für ein Name von den Typen? Sternchen, Sternchen. Gute Frage. What the fuck? Wir gehen in die Decke, wortwörtlich. Ragnar. Heile, heile, heile. Ich Sternchen hier und macht mit. Kann mich nicht bewegen. Ja, macht mit, sich nicht zu bewegen zu können. Wieder drei Beine gleichzeitig gebrochen. Los! Aber nur drei. Also dieses für Brechboni, der Abteiler, sagt man ich. Alle Belohnungen bekommen. Ja, komplett voll. Nicht. So viel, wie wir jetzt schon gebrochen haben bei denen. Ja. Geil. Ja, die halbe Stunde ist doch gut eingehalten. Bin ich. Hat's nicht überschritten, hast du recht. Wollen wir mal ein bisschen Rüstung gucken und so. So, was gibt's jetzt Schönes von dir? Panzer. Und Kataki-Schafklaue. Mhm. Glühbauch. Panzer. Schöner Glühbauch. Seite. Okay. So, Flo, letzte Queststufe für das normale Monster. Dann geht erst das DLC los. Bist du sicher? Ja. Oh, gefährlich. Nein! Ja, ich hab gedacht. Du sollst aufhören, so zu übersteuern. Dass sie das nicht gefixt haben mit dem Update. Also, es sollen eh wieder 50 Milliarden Leute reden. Hallo, bist zurück. Einer unserer Forscher sagte, der Ragnar Kadaki zeige das Verhalten wie andere Monster und ein bisschen Einfluss. Warum höre ich ihn jetzt so? Aber ich dachte, die Windschlange, das war ein Besuch, was verursacht all diesen Aufruhr, wenn ich Ibushi. Irgendwas stimmt hier nicht, es ist fast, als brauche sie eine zweite Runde alle zusammen. Wo ist meine Königin? Wo ist meine Königin? Was hat die Noah gesagt? Als sie mit Ibushi verbunden, das hat Hinoa gesagt, als sie mit Ibushi verbunden war. Selbst dieser Hinweis hat uns nichts gebracht, bis jetzt. Wir haben erkannt, dass diese Königin, dass wer diese Königin ist. Minato war es, um genau zu sein. Ja, Minato hat wohl Kinoa überall von mal verarschgehalten, wenn wir uns anzuhalten. Dank dieser neuen Erkenntnis konnte die Gilde bestätigen, dass diese Königin eine der Drachenältesten ist. Und die Name ist dann noch Schlangen-Nava. Der einzige Weg, die Randale zu stoppen und Kamua vom Umhalt zu erlösen, ist der Tod dieser Bestie. Momentan sind alle unsere Speer auf der Suche nach der Donnerschlange. In Kürze wissen wir, wo sie steckt.
Sobald wir diesen Aufenthaltsort, was? Sobald wir ihren Aufenthaltsort kennen, ist es an dir, die finale Schlacht zu schlagen. Nimm bis dahin schon mal die 7-Sterne-Quest an. Ja, das ist nämlich dann die letzte Quest, die wir machen müssen. Das hieß irgendwas mit Donner, das weiß ich noch. Oh, dann gucken wir doch schon mal. Ich kann dir nicht mal reden. Was ist, du machst mal ein langes Gesicht, was? Machst du dir Sorgen wegen meiner Verbindung mit Donnerschlange Nava? Danke für dein Mitgefühl, ich habe zum ersten Mal erlebt, meine Reaktion, da kein Grund zur Sorge. Durch deine Gedanken schrumpf, kann lästig sein, stört mich aber nicht. Ich bin so froh, dieselbe Grafik hinüber zu haben. Aber genug davon, es gibt eine Quest, nimm die mal an. Oh. Komm schon. 7 Sterne. Kassara, Agmar, Normalo, Almutron, Diablos. Also theoretisch ein neuer. Ja, immerhin einer. Wer ist denn einer? Rajang, den haben wir bis jetzt nur gesehen, aber noch nicht besiegt. Dann werden wir den auf jeden Fall besiegen. Von 5. Eieiei. Ei, ei. So, wer will denn noch reden? Du willst noch reden. Until next time. Dann guck mal wegen Rüstung. Eine Schmelztechnik für Talismane. Auf einen. Ich will noch reden. Jetzt wird zur Hand gehen. Ja, was brauchst du jetzt für ein neues Holo-Dings? What you can I help you with? Also wahrscheinlich neue Sachen. Und ihr Schmelzverfahren. Halt, haben sie ja eben schon gesagt. Operationen. Ragnarokadaki ist fit. Ich muss sagen, ich hatte noch nie Geldprobleme. Aber langsam wird's halt. Kann ich nachladen? Reduziert die Dauer vom Betäuben. Achso, ich muss ja selber betäuben. Brenzlige Situation. Ja, Angriff hoch. Blasentanz, zielsicher. Zielsicher. Alle Dekoration. Erholung hoch. Es gibt halt eigentlich eins, was man machen kann, was man besser ausnockt. Und das hätte ich halt gerne. Zugangriffe für so einen geringen Betäubungsschaden. Eckstückjuwel. Winddruck. Ist soweit. Hungriger Hugo, genau. So, du möchtest auch noch mal. Hoho. Lottery. Ich will nochmal. Jackpot! 2 Mal hintereinander. Ich bin der Flag King. Oh, Magmalo und Rathalos. Ja, müssen wir nicht alles machen. Ja doch, die wollte ich halt eigentlich schon, wie gesagt, von ihr. Ach du lieber, du wirst schnell merken, dass wir das glaube ich nicht mehr machen sollten bald. Na gut. Ja. Ja, würde ich sagen, das war's auch für diese Folge. Ja, euch hat sie gefallen. Und ja, im nächsten Part erwarten euch 7-Sterne-Quests. Also, wenn ihr das nicht verpassen solltet, wollt, tun, tut, dann solltet ihr in der nächsten Folge einschalten. Und dann geht's bald zur Sunbreak. Also, nicht verpassen. Like da lassen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.